Willkommen! Heute möchte ich euch den Holyprobe Copies 2.6S ein wenig genauer vorstellen. Im Zubehör des 5-Inch Racer finden wir eine praktische Transporttasche, jeweils ein Set T5145 und T5143SR Propeller, Befestigungsmaterialien, JSD-Kabel für die Verbindung zusätzlicher Sensoren oder Boards, eine Bedienungsanleitung für den RXSR Receiver sowie einen Channel Map für den verbauten Videotransmitter. Der Aufbau des Copies ist durchdacht und durch Verwendung von 5mm 3K Carbon sehr robust. Die Ausleger können übrigens einzeln getauscht werden. Auf dem Videotransmitter wurde eine Foxy Lollipop Antenne verbaut. Auf der Topplate des Copies wurde der RXSR Empfänger mit Hilfe von doppelseitigem Klebeband befestigt. Bei den verbauten Komponenten handelt es sich um einen Techco 32F3 4N1 40A ISC, ein Kakute F7 Version 1.5 Flugkontrollboard sowie den Atlatl HV V2 FPV Sender. Um den Copter nach einem Crash leichter zu finden und Feedback bei leerem Akku zu erhalten, wurde zusätzlich ein ziemlich lauter Buzzer verbaut. Die sehr laufruhigen F60 Pro 3 Motoren von T-Motor haben 1750 kV und sind somit perfekt für den Betrieb von 6S Akkus ausgelegt. Die Unterseite des Frames wurde mit einem Sticky Pad beklebt, welches in Kombination mit dem Battery Strap eine sehr robuste Befestigung des Flugakkus gewährleistet. Für den Anschluss der Akkus wurde der gängige XT60 Stecker verwendet und mit sehr gut dimensionierten Kabel zum ESC verbunden. Auf den hinteren Auslegern wurden die Empfängerantennen mit Hilfe von Kabelbindern und Schrumpfschlauch montiert. Dies sorgt für guten Empfang. Der Binding-Vorgang ist gewohnt simpel. Der Empfänger kann durch das Anschließen eines USB-Kabels am Flugcontroller mit Strom versorgt werden. Davor muss jedoch die Fernsteuerung in den Binding-Mode geschalten und bei Herstellung der Stromverbindung der Bind-Knopf am Receiver gehalten werden. Nach erneutem Ab- und Anstecken sollte die Verbindung zwischen Fernsteuerung und Empfänger hergestellt sein. Die Propeller werden mit selbstsichernden Muttern geliefert und benötigen entweder ein sogenanntes Prop-Tool oder einen Schlüssel der Größe 8. Es bringt nichts, die Propeller zu fest anzuziehen, da hierbei das Gewinde beschädigt werden kann. Im Optimalfall nur so stark festschrauben, dass ein sicherer Halt der Propeller gewährleistet wird. Mein Flugakku ist ein 6S Tattoo R-Line Lipo mit 1050 mA. Für meine Testflüge habe ich meine Runcam 5 verbaut, um ein paar gute HD-Eindrücke zu sammeln. Leider hatte ich vergessen, die Runcam Robin auf NTSC zu stellen, deshalb ist der FPV-Feed leider ein wenig abgeschnitten. Um ehrlich zu sein, hatte ich bei den ersten Tests zitternde Knie. Der Punch dieses Copters ist bemerkenswert. Sobald man sich auf die Flugeigenschaften eingestellt hat, macht es massiv Spaß, mit dem Copter herumzucruisen. Die Beschleunigung ist wieder meines Erwartens sehr gut, enge Kurven lassen sich optimal steuern. Ich hatte erwartet, ein wenig mehr Schwerfälligkeit der Steuerung zu spüren. Der Copies lässt sich das Zusatzgewicht aber nicht anmerken. Durch das Verwenden der 6S Packs bleibt der Copter bis zum Schluss schön kraftvoll. Anders als bei vielen 4S Builds steht hier bis zum Schluss beinahe der Schub eines vollen Akkus zur Verfügung. Wenn man an 4S gewöhnt ist, staunt man nicht schlecht, wenn man nach 5 Minuten Flugzeit noch kein Einbrechen der Batterie bemerken kann. Zum Thema Flugzeit kann ich nur sagen, dieser Racer ist effizient. Meine längste Flugzeit war 9 Minuten bei Freestyle, weit über dem Durchschnitt meiner bisherigen 5-Inch Quadrocopter. Ich habe den Copies mit beiden Propellersets getestet. Mein Favorit sind hierbei die T5145 Propeller. Sie bieten sehr gleichmäßigen Schub und ich konnte kein Propwash feststellen. Mit den T5143 hatte ich das Gefühl, mehr Flugzeit zu erzielen. Vom Schub her konnte ich keine größeren Unterschiede feststellen. Ich denke, das aus der Kurve beschleunigen ging mit den Low-Pitch-Props ein wenig smoother. Man merkt, dass Holyprobe bei diesem Quadrocopter viel Wert auf hochwertige Komponenten legt. Obwohl keine RPM-Filter aktiv sind, fliegt der Copies 2 angenehm reaktionsfreudig. Kleine Inputs werden sofort umgesetzt. Die PIDs sind von Haus aus gut gesetzt. Das Set kommt übrigens fertig zusammengebaut, man braucht also nicht zwingend Zeit und Verständnis für technische Dinge und kann nach dem Binden einfach loslegen. Sendeleistung und Kanal für den Videotransmitter können über das Betaflight OSD eingestellt werden. Die Standardeinstellung der Sendeleistung ist auf 25 mW festgelegt.
Ein nettes Feature ist der am Flugcontroller verbaute Barometer, der es ermöglicht, eine ungefähre Flughöhe am OSD einzublenden. Theoretisch kann dieser auch zum autonomen Halten der Höhe verwendet werden. Aber für die meisten Racing- und Freestyle-Piloten ist dies nicht von Bedeutung. Ich war wie erwähnt verwundert, dass die verbauten Boards ohne Dämpfung befestigt wurden. ESC, FC und VTX sind mittels Plastikschrauben fixiert. Hier möchte ich erwähnen, dass es ratsam ist, die Muttern, welche die Boards halten, mit Nagellack oder Schraubensicherung zu versehen. Bei meinem dritten Flug hatte sich nämlich eine der Muttern gelöst. An den Flugeigenschaften merkt man allerdings nicht, dass die Komponenten ohne Schwingungsdämpfung verbaut wurden. Einerseits, da die Motoren vergleichsweise geringe Vibrationen aufweisen und andererseits scheint das Gelpad am Flugcontroller gute Arbeit zu leisten. Das Board verfügt übrigens auch über einen SD-Karten-Slot. Wenn man diesen mit einer SD-Karte ausstattet, kann man damit jede Menge Flüge aufzeichnen und analysieren. Sehr praktisch für fortgeschrittene Piloten, um Feinanpassungen vorzunehmen. Die Hangtime beim Freestyle-Fliegen hat mich überzeugt. Gefühlt kann ich doppelt so viele Tricks beim ohne Gas durch die Luft segeln einbauen, als ich es von meinen älteren 5-Inch-Spiels gewohnt war. Das Teil hängt einfach ewig in der Luft. Bei einem schwierigen Manöver ist es durch die extreme Power kein Problem, den Kopter abzufangen. Er reagiert sofort, kein Drift, kein Absacken. Bei engen Kurven hatte ich eigentlich viel Drift erwartet, aber der Coppice fliegt auch hier wie auf Schienen. Als Freestyle-Pilot liebe ich diesen Bild und ich denke, Race-Piloten werden hoch erfreut vom Handling sein. Da ich noch einige 5-Inch Propeller herumliegen hatte, wurden natürlich auch diese getestet. Die 50-40 Propeller von Gemfan hatten dabei fühlbar weniger Schub, aber noch bei weitem genug für spaßige Freestyle-Sessions. Was mir allerdings negativ aufgefallen ist, ist die Flugzeit. Mit den kleineren Luftschrauben konnte ich nur rund 6 Minuten fliegen, getestet mit demselben Akku, der mich zuvor 9 Minuten durch die Luft flattern ließ. Mit dem Bild der Rankin-Robin bin ich im Prinzip glücklich, lediglich bei Sonnenuntergangsszenarien hatte ich Probleme mit der Blende. Im Vergleich performt meine Foxy Falco 2 Micro hier besser. Ich muss allerdings auch zugeben, dass ich die Einstellungen der Robin noch nicht berührt habe. Vermutlich gibt es diverse Möglichkeiten in den Kameraeinstellungen, um die Performance zu verbessern. Der Speed, den der Copter erreicht, ist massiv. Ich habe keine genauen Angaben, aber er ist definitiv der schnellste Racer meiner Sammlung. Wenn ihr also Freestyle- oder Race-Piloten auf der Suche nach bester Hardware, wenig Aufwand und jeder Menge Spaß seid, kann ich euch den Holy Pro Coppice wärmstens empfehlen. Bei Fragen oder Feedback schreibt mir gerne einen Kommentar. Besten Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. To stay awake.